still. Hallo, mein Name ist Stefan Garner. Ich bin Hobbyimker hier aus Krumbach, mache regionalen Honig und macht riesen Spaß. Und ich will euch jetzt im Anschluss mal zeigen, wie so unser Jahresablauf in der Imkerei ist. Hallo, ich bin Mike Josiger, komme aus Krumbach, bin Hobbyimker und gleichzeitig Vorsitzender vom Imkerverein in Wilsdruf. Das ist rein Vorsichtsmaßnahme, sage ich mal. Es kommt immer darauf an, wie gut man die Biene züchtet. Wir haben ja drei Sachen, was wir Wert legen als Imker, oder hauptsächlich drei. Das ist immer Sanftmut natürlich, dass wir nicht gestochen werden. Dann Honigertrag und Wabenstetigkeit, dass sie halt gut auf der Wabe sitzen und nicht rennen. Das sind eigentlich so unsere Hauptaugenmerke. Es gibt nur zwei, drei andere Sachen, die man da rausstellen kann. So, wie eingangs schon gesagt, will ich anhand der kleinen Tafel, die wir mal hier gestaltet haben, und euch den kleinen Jahresablauf erzählen, wie wir es handhaben in der Imkerei. Es geht meistens los mit dem Frühjahrserwachen, so sagen wir vor Frühling, Obstblüte dann später. Das machen wir immer mit einem ortsansässigen Bauer in Blankenstein. Dort sind wir immer an den seiner Obstwiese und Rapsfeldern. Produzieren dort die cremige Frühjahrstracht, die hier in der Region sehr beliebt ist. Und im späteren Jahresverlauf, hier sieht man auch noch das Rapsfeld, gehört typischerweise zum Frühjahr mit dazu. Im späteren Jahresverlauf wandern wir dann nach Brandenburg. Dort haben wir einen Kollegen, der bei Straubitz wohnt. Sind dann immer gewillt, den Akazienhonig einzufahren. Oder besser gesagt, hier in der Region Robinienhonig nennt man das. Das ist dieser leicht, sag ich mal, grünliche Honig oder eigentlich fast klare Honig, der sehr lange flüssig bleibt. Im weiteren Jahresverlauf dann steht dann Königinzucht an, was auch eine ganz wichtige Aufgabe in der Imkerei ist. Und zum Schluss dann kommen wir meistens zur Sommertracht. Was auch hiermit auf der Tafel noch dargestellt ist, ist unsere Produktionsstrecke, die wir uns sukzessive als Hobbyimker aufgebaut haben, um den Honig so gut wie möglich zu erzeugen und so sauber wie möglich die ganze Sache durchzuführen. Schleudergeräte, Entdeckungstisch und eine Abfüllmaschine, um einfach dort so sauber wie möglich zu arbeiten. Auch wenn es gleich bloß der Hobbybereich ist, wollen wir ein Lebensmittel in Verkehr bringen, was dann natürlich auch ein bisschen was hermacht. Genau, das sind eigentlich so unsere Jahresabläufe als Hobbyimker. Wir sind immer, wie gesagt, bestrebt, mit den ortsansässigen Bauern zusammenzuarbeiten, was auch zunehmend immer besser klappt. Hier über den Verein, über den Imkerverein, sind wir unter anderem mit der Agrar in Krumbach verflechtet, die uns gerade bei den wichtigen Behandlungen, die auch durchführen müssen, hilft und letztendlich das nachts durchführen oder an günstigen Tagen, wo keine Biene beeinträchtigt wird. Außerdem haben die hier in der Region dann immer für uns einen Blühstreifen, den die anlegen, dass die Bienen auch in trachtarmen Zeiten Futter finden, Pollen finden. Und das spielt uns natürlich wahnsinnig in die Karten. Genau. Ja, dann würde ich euch jetzt nochmal einladen, ins Volk zu schauen. Und ich würde euch einfach mal so ein paar Bienen zeigen und die drei Bewohner, die so ein Bienenvolk besiedeln im Sommer, mal vorstellen. Ein kleineres Volk jetzt zum Zeigen. Genau, ich will euch einfach mal die Bewohner hier von dem Volk zeigen. Also das sind Arbeiterbienen, hauptsächlich ansässig in der Hochzeit, in der Saison. Also sag ich mal, Hochzeit ist Richtung 21. Juni. Dann ist ja Sommersonnenwende, da
Bis dahin baut sich das Bienenvolk auf. Danach geht es langsam wieder abwärts. Das sind Arbeiterbienen, die sind hauptsächlich im Volk. Also bis zu, bei starken Völkern, 60.000 Bienen im Sommer, kann man schon sagen. Arbeiterbienen, eigentlich hauptsächliche Bewohner. Dann dazu noch männliche Bienen, das sind sogenannte Drohnen, die nur eine Aufgabe haben. Das ist die Begattung der Königin. Ansonsten beteiligen die sich nicht an allem. Genau, ich versuche jetzt gleich mal noch eine männliche Biene zu zeigen. Mal sehen, ob wir hier eine finden. Hier kann man jetzt frischen Honigeintrag sehen, den sie, sag ich mal, eingelagert haben auf den Brutraumbereich. Das ist jetzt ein kleines Volk, das ist jetzt... Wie viele sind ungefähr in dem Volk? In dem Volk, schätze ich, sind vielleicht 5000 Bienen jetzt drin. Das ist, sag ich mal, ein schwächeres Volk, was jetzt nie für uns zum Honigertrag, eher zu Zeigzwecken am Lehrbienenstand genutzt wird, jetzt hier für Kinder, die halt dann so einfacher einen Überblick auch erreichen oder erlangen können. Ja, das sind alles Arbeiterbienen hier drauf jetzt im Moment. Hier sieht man, wie gesagt, ganz gut, wie sie den Honig reinschleppen. Das glitzert schön. Ja, wenn der Honig dann gut ist, wird er dann so verdeckelt mit solchen weißen. Sieht man hier ganz gut. Wenn das Wasser raus ist, das ist eigentlich die hauptsächliche Sache, was eingehalten werden muss. Also der Wassergehalt sollte unter 20% liegen. Ist laut Honigverordnung so vorgeschrieben, und wenn dann eine Verdeckelung anfängt, dann ist das meistens dann der Fall. Bienen sozusagen momentan jetzt schlüpfen können demnächst in der Zeit, weil die Zellen etwas größer sind, sieht man das auch gleich an der Stelle. Ist aber jetzt momentan noch keine männliche Biene hier zu sehen. So, jetzt zeige ich dir die Königin. So. Das ist die Bienenkönigin. Gibt es nur eine pro Volk. Die ist jetzt von uns markiert, dass wir die einfacher finden, wenn es dann viele werden im Volk. Ich muss die jetzt mal finden. Ja? Ja, da kann man auch. Ja, genau. Die Königin hat jedes Jahr, also es gibt 5 Farben. Dieses Jahr ist wieder rot. Also das ist Königin, nur eine pro Volk, hat die Aufgabe, Eier zu legen. Bei Arbeiterbienen sind es begattete Eier oder befruchtete. Und das weiß die. Die misst quasi mit ihrem Hinterleib die gebaute Zelle. Und dann weiß sie genau, was sie von Ei legen muss. Das ist eine männliche Biene hier, ja, sieht man ganz deutlich. Die kann man nur anfassen, die kann nicht stechen. Ja. Die männliche Biene ist hier. Das ist eine männliche Biene, die kann nie stechen, da passiert auch nichts. Hat keinen Stachel, einzige Aufgabe ist im Prinzip die Königin zu begatten. Und das Klima eben im Bienenvolk im Sommer ist auch, oder im Frühjahr und Sommer ist besser. Und im August werden sie dann von den Arbeiterbienen rausgeschmissen aus dem Volk. Im Winter ist keine männliche Biene drin. Wir haben immer so 3 bis 4 Honigsorten. Der normale Frühjahrstrachthonig, was der cremische Honig ist. Dann wandern wir sozusagen die Rubinie an im Spreewald, was ein flüssiger Honig ist, ein relativ klarer Honig ist, weil es die Trachtpflanze eben so hergibt, weil dort mehr Fructose als Glucose erhalten ist in dem Honig, bleibt er auch flüssig. Dann kommen wir meistens zurück, sind hier dann immer noch aus auf Lindentracht, wobei das in den letzten Jahren schwierig war. Letztes Jahr haben wir es auch im Spreewald mit der Linde versucht.
oder was eben gerade dann die Landwirtschaft noch mit hergibt. Phacelia haben wir auch versucht. Oder allgemeine Sommertracht, das ist halt ein Mischhonig, da kann eben alles enthalten sein, was dann hier noch blüht im Sommer. Wenn es ganz gut läuft und es ein gutes Jahr ist und auch genug Regen fällt, dann sind wir auch schon in der Heide gefahren. Das ist eigentlich so im Wesentlichen das, was wir hier als Hobby-Imker leisten können. Ja, die ganz speziellen Sorten, da muss man dann schon, sag ich mal, fast Berufsimker sein. Und vielleicht, warum regionaler Honig? Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Regionaler Honig ist eben auch für die Gesundheit eben gut. Da kann man die ganzen Allergien theoretisch noch mit abbauen. Deshalb sollte man eigentlich einheimischen Honig essen und nicht wo anders her als anderen Ländern. Dort kann man dann wieder Allergien bekommen, die man hier zu Lande nicht bekommt. Also das ist hier unten Brutraum, das sind Honigräume, immer getrennt, aus hygienischen Gründen. Ist jetzt ein Wirtschaftsvolk, was auch eine Zuchtkönigin enthält. Und jetzt wollen wir euch halt mal kurz zeigen, wie eine typische Frühjahrstracht aussieht. Das Volk ist größer, das hat ungefähr jetzt schon um die 40.000 Bienen, würde ich jetzt einschätzen. Man sieht da schon, die bevölkern jetzt mittlerweile Brutsorge und drei Honigraumsorgen und tun jetzt hier anfangen, Honig einzulagern. Ja, also wenn man eine Zelle hier rausziehen, die sind auch ganz lieb, weil das Zuchtbienen von uns sind. Die sind da ganz so bockig. Den Honigraum habe ich erst kürzlich aufgesetzt. Mal sehen, ob sie schon angefangen haben, was einzutragen. Ich merke schon ja. Da ist noch ganz frisch. Man sieht das hier in der Wabe, wie die Bienen den frischen Nektar eintragen und denen dann sukzessives Wasser entziehen, sozusagen. So kann man es eigentlich ausdrücken. Wir nehmen den immer wieder auf und geben den wieder in die Wabe ab, um dann einfach... Ja. Ja, wir können ja noch mal eine Station weiter runter gehen. Die Arbeiterbiene übergibt, sag ich mal, der einlagernden Biene oder der Arbeitsbiene im Stock, sag ich mal, den Honig. Es gibt ja, das könnte man sehr viel dazu erzählen, da wäre dann vielleicht mal ein Besuch am Lehrbienenstand ganz hilfreich. Es gibt ja verschiedene Aufgaben, die Bienen übernehmen. Ne? Also es geht von der Biene, die die Brut pflegt, bis zur Biene, da gibt es eine klare Einteilung im Stock, bis zur Biene, die die Wächterbiene macht, bis zur Biene, die die Stockarbeit verrichtet und eben die Sammelbiene. Und das in Abhängigkeit vom Lebensalter der Biene übernimmt die diese verschiedenen Aufgaben. Ja. Und los geht's eigentlich mit der Ammenbiene. Das ist die erste Aufgabe, die putzt den Stock, putzt sich selber und verpflegt Jungbienen. Und im weiteren Verlauf geht es dann eben, sag ich mal, bis zur Sammelbiene, die dann, sag ich mal, ungefähr eine Arbeitsbiene lebt im Sommer oder im Frühling ungefähr 30 bis 40 Tage maximal, dann hat sie sich einfach abgearbeitet. Ja. Man muss dazu sagen, es ist keine Tierquälerei, die Bienen haben den Sammeltrieb. Dort ist in dem Stock herrscht nun mal der absolute, also alles ordnet sich der Königin unter. Und das ist vielleicht noch ganz interessant für euch, die es jetzt noch nie gehört haben. Der Stock wird durch die Königin gesteuert und das allein über Düfte. Also über Pheromone nennt sich das. Und dadurch, nur durch die Anwesenheit des Duftes und der Königin, wissen die Arbeiterbienen, okay, Chefin ist da und läuft. Genau. So, wir sind hier an unserem Lehrbienenstand vom Imkerverein in Wilsdruf. Wir existieren seit 1866 und den Lehrstand haben wir gefördert bekommen vom Silbernen Erzgebirge und der EU. Sowie der Stadt Wilsdruf und auch Sponsoren vom Edeka Hornbach und unser Landwirtschaftsbetrieb Krumbach ist mit hier involviert. Und wir haben das ganze Objekt aufgebaut, um eben unsere Neuimker bzw. Schulklassen, Kindergärten in der Umgebung zu schulen,
die hier an der Biene Interesse haben. Wie ihr seht, haben wir auch eine kleine Hütte, wo wir viele Informationstafeln wie einen kleinen Lehrpfad gemacht haben, wo auch der Jahresverlauf von den Bienen drauf ist. Und wir unterhalten den mit unseren Mitgliedern, den Stand, wo immer viele Aktive mit dabei sind, die den pflegen, haben einen kleinen Bienengarten mit hergestellt mit verschiedenen Pflanzen. Und das wird so im Jahresverlauf sehr gut angenommen. Einen kleinen Rastplatz haben wir auch eingerichtet für die Fahrradfahrer, die hier vorbeikommen. Es wird sehr gut angenommen und wir freuen uns auch gerne über eine kleine Spende, wo wir dann den Stand wieder verschönern können. Thank you.